Ich war mal in Wien zu einer sogenannten Manager-Tagung eingeladen. Der Star des Tages war der Fredmund Mallig von der Business School in St. Gallen. Und die Tagungsgebühr war 990 Euro. Frühbucher haben nur 900 Euro zahlen müssen. Kaffee und Mittagessen war inkludiert. Und am Abend hat es eine Podiumsdiskussion gegeben. Da ist zuerst der Mallig draufgekommen, dann der Schirnhofer, das ist ein österreichischer Supermetzger mit 1500 Mitarbeitern. Und da ist dritter bin ich dran gekommen. Und wie ich dran gekommen bin, ist der Moderator auf mich zugekommen und hat gesagt: Nun, Herr Staudinger, Sie sind ein erfolgreicher Unternehmer, jetzt sagen Sie uns einmal, wie machen Sie das? Und ich war in der Pause draußen und habe mich irgendwie gesammelt und habe mir was überlegt und wie der so sagt: Nun, Herr Staudinger, da wischt er mich eindeutig am falschen Fuß. Und ich sitze da und mir fällt nichts mehr ein. Und in den ersten Minuten habe ich gemerkt, wie die Spannung bei den 200 Leuten mehr wird. Und in der zweiten Minute habe ich das Gefühl gehabt, jetzt mischt sie auch schon ein Mitleid dazu. Und dann habe ich gesagt, ich wollte eigentlich anders anfangen. Und habe dann vier Verse vom Rilke gesagt. Zufälle sind die Menschen, Stimmen, Stücke, Alltage, Ängste, viele kleine Glücke, verkleidet, schon als Kinder eingemummt, als Masken mündig, als Gesicht verstummt. Und dann war es unter die Manager so ruhig wie jetzt gerade. Ich habe gesagt, dass das Elend unserer Zeit ist und die Erfolgreichen sind oft mehr darin verhaftet als die Normalen. Dass es vollkommen wurscht ist, wer er als Gesicht ist. Die Frage ist nur, ob seine Masken funktioniert und ein Geschäft macht. Die nächste Strophe kann ich nicht, aber die übernächste. Und wenn ich abends immer weiter ginge in meinem Garten, drin ich müde bin. Und das ist für mich so die Zeit vor dem Einschlafen, wo man schon zmiert ist und wo die Gedanken ein bisschen machen können, was sie wollen. Weil tagsüber wollen wir selber Chef der Gedanken sein. Wenn die Müdigkeit überhand nimmt, dann haben die Gedanken freieren Lauf und können ein bisschen machen, was sie wollen. Und der Rilke sagt dann: Und wenn ich abends immer weiter ginge in meinem Garten, drin ich müde bin, ich weiß, dann führen alle Wege hin zum Arsenal
der ungelebten Dinge. Und der Arsenal ist eine Waffenkammer. Und je größer die Portionen des Ungelebten sind, umso mehr füllt sich dieses Arsenal, umso mehr wächst die Aggression gegen die Natur, gegen die Mitmenschen und gegen sich selber. Ich bin in Oberösterreich in einer Kreislerei aufgewachsen. Kreislerei, sagen die Deutschen, Tante-Emma-Laden. So ein kleiner Laden, wo es alles gegeben hat, was man zum Leben braucht. Und wir sind 5 Geschwister. Und diese Kreislerei war Arbeitswelt der Eltern. Auch der Kinder, wir haben früh mitarbeiten müssen. Und letzten Endes auch so ein großer sozialer Erlebnis- und Erfahrungsbereich. Und da war ich bei einer Diskussion dabei, da ist um Wirtschaftsethik gegangen. Und da waren einige so Kapazunder der Wirtschaft, dann der Chef der österreichischen Caritas, dann ein Chef einer großen Steuerberatungskanzlei und auch ein Professor von der Wirtschaftsuni. Und dieser Chef von der Steuerberatungskanzlei hat sich gehen lassen in seinem Jammer, dass die Absolventen, die von der Wirtschaftsuni in seine Kanzlei kommen, um dort mitzuarbeiten, immer schlechter qualifiziert sind und er sie weiter ausbilden muss, bevor er sie selber zu Kunden schicken kann. Und dieser Steuerberater hat sich in seinen Jammer ein bisschen hemmungslos gehen lassen, bis dem Professor von der Wirtschaftsuni der Kragen geplatzt ist und der dreigeschrien hat: Nun, Herr Hammerschmidt, jetzt sagen Sie uns endlich, was können Sie denn nicht unsere Absolventen? Und dann hat der gesagt: Zum Beispiel grüßen. Und seit ich das erlebt habe, ist mir klar geworden, dass meine University of Economics die Kreislerei meiner Eltern war, weil ich als Zweijähriger gerissen habe können, als Dreijähriger dienen und bedienen und als Sechsjähriger einfache Kopfrechnungen. Und als Zehnjährige haben alle meine Geschwister und ich auch gut Kopfrechner können. Und grüßen, dienen und bedienen und Kopfrechnen sind nach wie vor die drei Säulen meiner Unternehmerschaft. Ein wichtiges ist im Laufe der Zeit dann nur dazugekommen. Ich bin 1953 auf die Welt gekommen und Zeit meines Lebens ist mit diesen Tante-Emma-Läden bergab gegangen. Und meine Eltern haben immer gesagt: Solange wir das Auskommen haben, gibt es nichts zu jammern. Und das habe ich 14, 15-jährig kapiert und in der Schule habe ich dann den Satz meiner Eltern eleganter gelernt, nämlich von Seneca:
Nie ist zu wenig, was genügt. Und diese Fähigkeit verinnerlicht, hat mich dann später befähigt, die Schuhwerkstatt, die Waldviertler Schuhwerkstatt, als Geschäftsführer zu leiten. Und zwar, die Firma war 10 Jahre alt. Wie ich dazugestoßen bin als Geschäftsführer und ein bisschen bin ich mir vorgekommen wie zu einer Kindesweglegung. Und weil in der Firma gar kein Geld war und ich von meinen Schuhgeschäften leben habe können, habe ich mir gedacht, ich bin der Einzige, der die Geschäftsführung in der Schuhwerkstatt gratis machen kann. Und ich habe dann dort 1994 angefangen und habe dann gemerkt, dass ich von der Schuhindustrie nichts verstehe, aber ich wollte, dass dieses Baby lebt. Und die Methode, sagen wir, die Sanierungsmethode war das, was man in dieser Geschichte vom Frosch kennen, der ins Rahmfass gefallen ist und in seiner Verzweiflung, weil er nicht rauskommt, strampelt und strampelt. Und weil er so verzweifelt war, hat er so viel gestrampelt, bis aus dem Rahmen Butter geworden ist. Und dann hat er rausgehupfen können. Und mit dieser Methode sind wir so in den 90er Jahren Jahr für Jahr mit etwa einem Nuller in der Bilanz am Jahresende eingelaufen. Und ich habe mir jetzt mal gesagt, nie ist zu wenig, was genügt. Und habe mir gedacht, wenn die anderen Konkurs machen und die Firma zusperren müssen, dann ist uns was Tolles gelungen. Der Nuller in der Bilanz signalisiert, dass wir alles, was wir zahlen müssen, die Löhne, die Heizung, das Telefon, alles haben wir zahlen können und zum Schluss ist es sich eh ausgegangen. Dass wir im letzten Jahrzehnt dann doch gewinnfähig geworden sind, hat die Aufgabe ungemein erleichtert. Ich habe eine Zeit lang das verflucht, dass ich in der Schuhindustrie gelandet bin, weil das eine völlig kaputte Branche ist. Und der Grund, warum es mit der Schuhindustrie so niedergegangen ist, ist, weil Schuhe machen trotz der technischen Entwicklung allerorts arbeitsintensiv geblieben ist. Und alles, was arbeitsintensiv ist, flüchtet in die sogenannten Billiglohnländer. Und dabei stoßt man natürlich auf einen gigantischen Skandal in den Rahmenbedingungen unserer Gesellschaft, nämlich, dass es nichts gibt, was höher mit Abgaben belastet ist als die Arbeit. Das verteuert die Arbeit künstlich und in Wirklichkeit haben wir genau den verkehrten Effekt, dass nämlich alles, ein Beispiel, wenn wir 100.000 Euro investieren und dann zwei Arbeiter aussehen können, dann ist das schon ein Geschäft, das rechnet sich. Das heißt, es wird genau das Verkehrte belohnt. Seit den 70er Jahren haben wir die Plage der Arbeitslosigkeit. Wir besteuern die Arbeit hoch und haben genau den Effekt, dass die Wirtschaft alles tut, um die Arbeit einzusparen. Dafür machen wir andere Blödheiten steuerfrei, wie zum Beispiel Finanztransaktionen und Müllvergeuden und so weiter. Und wir haben dann einen Klick gehabt, weil ich die Firma GEA, eine Vertriebsfirma, in die Waldviertler Schuhwerkstatt mit eingebracht habe. Ich war, bevor ich in der Schuhwerkstatt zum Arbeiten angefangen habe, Schuhhändler und war wichtigster Kunde der Schuhwerkstatt. Und wie ich der Mitbesitzer
der Schuhwerkstatt war, war das sonnenklar. Normalerweise ist es so, dass der starke Handel dem Erzeuger das Weiße aus den Augen rauskratzt, bis der nicht mehr kann. Und in unserem Fall war es so, es war quasi eine Person, der Handel und dann die Erzeugung. Und das Gebot der Stunde war selbstverständlich Leben und Leben lassen. Und mit dem Leben und Leben lassen haben sie noch eine Schuhwerkstatt und unsere Gärgeschäfte Schritt für Schritt recht gut entwickelt. Und im 97er Jahr haben wir dann eine Krise gehabt. Und in dieser Krise war dann das Geld weg. Und ich glaube, wir hätten das eigentlich als Grundverständnis in uns, dass wir in der Krise zusammenhelfen müssen, dass wir sparsam sein müssen, dass wir gescheit sein müssen. Und ich habe mir gedacht, das Sparen ist dort am effektivsten, wo man vor 97 die teuersten Leute beschäftigt haben. Und die teuersten Leute vor 97 in meiner Firma waren die Werbefachleute. Und ich habe immer geglaubt, die Werbeleute, die kennen was, wie sie mit der Magie die Kunden ins Geschäft einbringen. Und das habe ich leider nicht gelernt. Darum muss ich denen so teure Gagen zahlen. Und wie dann das Geld weg war, habe ich mir gedacht, das ist ein lohnendes Feld, es selbst zu probieren. Und ich habe dann mit einem arbeitslosen Architekten die Werbung selber gemacht und wir haben ausschließlich in der Nacht gearbeitet. Und ich habe gesagt, Didi, Werbung ist eigentlich ein Ärgernis. Es belästigt im Fernsehen, im Radio, in der Landschaft, in der Zeitung, im Internet. Überall geht uns Werbung auf die Nerven. Und wenn wir schon werben müssen, möchte ich zum Dank für die Beachtung auch Brennstoff für Herz und Seele mitliefern. Und das haben wir so Heftel entwickelt. Wo jede zweite Seite ein ganzseitiges Foto ist. Mit einem kleinen Text aus Literatur, Philosophie, Poesie. Und ich sage, wir machen die Arbeit dann gut, wenn diese Häppchen den inneren Dialog, was tun wir denn da auf der Welt, nähren mit Brennstoff, mit Inhalt. Brennstoffe sind Energieträger, mit Inhalt anreichern. Und der Didi war ein arbeitsloser Architekt. Und so haben wir in der Nacht Möbel entwickelt. Und weil wir so viele Beatles gehört haben, haben wir dann einen Tisch genannt Let It Be. Und wir haben also englische Texthäppchen hemmungslos in unser Heftel abgedruckt. Und dann hat es schon Leute gegeben, die sich darüber beschwert haben, dass wir keine Übersetzung haben. Unter anderem meine Mama. Und dann war es klar, dass wir die erste Strophen von Let It Be abdrucken wollen. Und die heißt auf Englisch so: When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me speaking words of wisdom, let it be. Und ich habe zum Didi gesagt: Didi, ich habe schon eine Übersetzung. Die können wir zwar nicht abdrucken, aber sagen möchte ich das da. Und meine Übersetzung hat geheißen: Wenn ich Wickel habe, das Gegenteil ist Entwicklung und Wickel ist Probleme, times of trouble. Wenn ich Wickel habe, kommt die Mitzi Mamsch, die Mother Mary. Wenn ich Wickel habe, kommt Mitzi Mamsch und sagt in ihrer Gescheitheit, let it be, geh, scheiß dich nicht an. Und während ich das gesagt habe, hat der Didi das schon in den Computer eingetippt und ich habe gesagt, aber Didi, das können wir nicht abdrucken. Hat der Didi gesagt, geh, scheiß dich nicht an.
Und dann haben wir viel positives Feedback gekriegt an manchen Zeigefinger, den wir verkrampft haben. Und im Laufe der Zeit habe ich irgendwie gespürt, da steckt eine Kraft drin. Und indem ich gespürt habe, das ist eine Kraft, und indem ich gespürt habe, das motiviert Leute, habe ich diesen Satz, scheiß dich nicht an, zum Firmengrundsatz Nummer 1 erklärt. Der Jesus hat übrigens gesagt, fürchtet euch nicht. Und aus gutem Grund, weil es klar ist, dass nichts uns mehr hindert und lähmt als die eigene Angst. Der österreichische Filmemacher Erwin Wagenhofer hat einen Film über Bildung gemacht, der jetzt in die Kinos kommt. Und er hat gesagt, wir leben in einem Gefängnis mit offenen Türen und Fenstern. Die Frage ist, wer sind die Ersten, die sich raustrauen? Und jetzt wollen wir über unseren Firmengrundsatz Nummer 1 nachdenken. Dann merkt man, dass das ein starker Treibsatz sein kann. Und wir spüren aber auch, dass sich nur nicht scheißen, nur mutig sein, in vielen Situationen zu wenig sein kann. Und darum haben wir einen Firmengrundsatz Nummer 2 entwickelt. Und der zweite Grundsatz heißt, bitte sei nicht so deppert. Und jetzt habe ich so ein Rudel Neffen und Nichten im Alter von 3 bis 14 Jahren. Und wir diskutieren mit Leidenschaft meine Firmengrundsätze. Und es ist auch ein klasses Erlebnis, mit welcher Gier und welcher Gescheitheit die Kinder das mitdiskutieren und natürlich kapieren sie, dass Angst einschränkt und dass Klugsein eine wesentliche Erweiterung vom Horizont ist. Und dann ist mein Bruder zu mir gekommen und hat gesagt, Heini, das geht nicht mehr. Der Dreijährige rennt dauernd durch die Gegend und sagt, scheiß dich nicht an. Und daraufhin habe ich zum Gusti gesagt, Gusti, der Dreijährige, wir wollen meinen Bruder nicht mehr ärgern, wir sagen das nicht mehr, wir dann nur mehr. Und wenn ich jetzt heimkomme, kann es sein, dass mir ein Rudel Kinder entgegenrennt und und eines Tages sitzt man wieder benannt, diskutieren, lebendig, engagiert. Und auf einmal sagt die 8-jährige Rosi, Heini, habt ihr nicht nur einen dritten Firmengrundsatz? Und ich habe eigentlich das Gefühl gehabt, dass diese zwei genug sind. Und wollte sie aber nicht enttäuschen. Und jetzt habe ich gesagt, ja freilich haben wir nur einen dritten Firmengrundsatz. Und um Zeit zu gewinnen, habe ich gesagt, und der dritte Firmengrundsatz, und dann ist mir schon eingefallen, klug und mutig kann ein Einbrecher auch sein. Und dann habe ich gesagt, und freilich haben wir nur einen dritten Firmengrundsatz, und der dritte Firmengrundsatz, das ist die Liebe. Und in Wirklichkeit ist es so, dem Einbrecher fällt die Orientierung, wie er sich ein engagieren soll. Und
jetzt glaube ich, dass wir mit diesem dritten Firmengrundsatz unser Paket gut abgerundet haben. Ich habe bei dieser Tagung schon viel zugehört und habe dann immer wieder auch das Wort Verantwortung gefunden. Und jetzt glaube ich, dass das, was wir am dritten Punkt brauchen, das ist die Verantwortung. Und die Verantwortung eben nicht nur für den eigenen Sack, sondern für das größere Ganze. So, ein Teil unserer kollektiven Verantwortungslosigkeit zeigt sie in dem wahnwitzigen Konsum, der uns unglücklicherweise nicht glücklich macht. Wir konnten ja sagen, wenn wir schon die Welt ruinieren und wenn wir dann wenigstens sagen konnten, aber die letzten 20 Jahre waren super. Da haben wir ein Hetz gehabt. Aber im Grunde genommen ist es so, dass man in diesem Überfluss ermatten und dieser Überfluss ja alles wertlos macht. Und trotzdem ist er so ein schreckliches Know-how in dieser Konsumgesellschaft, das die österreichische Dichterin Marie von Ebner-Eschenbach schon vor 100 Jahren treffend beschrieben hat. Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit. Und die Freiheit, es ist ja oft nicht so ganz klar, was so die innere Freiheit in ihrer Tiefe ausmacht. Und trotzdem ist es so, dass diese Freiheit also ein wichtiger Leuchtstern ist, an dem wir uns orientieren können. Der Meister Eckhart gibt vielleicht einen Hinweis, indem er gesagt hat, du musst wissen, dass sich noch nie ein Mensch in diesem Leben so weitgehend gelassen hat, dass er nicht gefunden hätte, er müsse sich noch mehr lassen. Und jetzt das Lassen ist so ein undefiniertes Wort, aber es deutet wieder das an, was der Rilke sagt, dass vor dem Einschlafen passiert, dass das Leben noch anklopfen kann und dich an deine Sehnsucht erinnert. Und dieser Sehnsucht zu folgen, ist, glaube ich, die eigentliche Aufgabe, die wir als Menschenwesen auf dieser Erde haben. Wir sind im letzten Jahr durch meinen Konflikt mit der österreichischen Finanzmarktaufsicht berühmt worden. Und der Konflikt hat eine ganz banale Ursache. Mir hat der Bankdirektor im Jahr 1999 einen Kreditrahmen willkürlich gekürzt. Und ich habe mir damals gedacht, wenn ich ihm sagen kann, wie gut das Geschäft geht, dann wird er diese Kürzung zurücknehmen. Er hat geheißen Direktor Heiter. Und der Direktor Heiter hat sich einen Spaß daraus gemacht, mir klarzumachen, dass er mir keine Rechenschaft schuldig ist. Er kürzt den Rahmen, weil er will, braucht mir nichts erklären und basta. Daraufhin bin ich wahnsinnig zornig gewesen und bin zurückgefahren, sinnend, was ich machen kann, um von den Banken unabhängig zu werden. Und in meiner Fantasie hat das damals geheißen, schuldenfrei. Und bis zum Jahr 2003 haben wir mehr und mehr Schulden gezahlt und im Jahr 2003 waren wir dann ziemlich schuldenfrei. Und dann habe ich gesehen, einen Haufen Leder, einen Haufen Säulen, einen Haufen Schuhe
und das Firmengebäude und alles ziemlich ausfinanziert. Und darin habe ich ein Zeichen hoher Bonität gesehen, was ja tatsächlich auch war. Nur haben die Banken die Richtlinien, wie sie Firmenvermögen beurteilen, verändert. Bis in die 90er Jahre war es die größte Selbstverständlichkeit, dass man mit guten Bilanzen einen nennenswerten Teil vom Warenlager von der Bank finanziert kriegt. Die Banken haben mit Basel II, Basel III die Richtlinien in einer Weise verändert, dass Warenlager für die Besicherung ein Nuller ist. Das Zweite, wir haben im Waldviertel Firmengebäude, die Firmengebäude sind in der Zwischenzeit tipptopp saniert und diese Schuhwerkstatt ist im Waldviertel, ihr habt es gesagt, entlang der Zonengrenze. Und da ist eine starke Textilindustrie kaputt gegangen und daher haben wir jetzt diese unglückliche Bezeichnung Krisenregion Waldviertel. Und das wirkt sich in der Beurteilung der Gebäude so aus. Früher war der Substanzwert von einem Gebäude irgendwie nur ein Gewicht. In der Zwischenzeit ist der Substanzwert von einem Gebäude uninteressant, es zählt nur mehr der Marktwert. Und weil unsere Gebäude in der Krisenregion Waldviertel sind, ist der Marktwert dieser Gebäude ein Nuller. Und damit sehen wir, wie dieses System krisenverstärkend wirkt. Und jetzt habe ich in meinem Verständnis im Warenlager und in den Gebäuden einen Wert erblickend zu meinem Freunden und Verwandten gesagt, wenn ihr wollt, könnt ihr einen Teil von eurem Geld bei mir in der Firma einlegen. Und ich zahle euch in etwa die Zinsen, die ihr der Bank zahlen müsste. Wir haben im Jahr 2003 damit angefangen und zahlen seit damals immer 4% Zinsen, die mir im Dezember auszahlen und im Dezember schreibe ich immer einen Brief, wie es mein Geschäft geht. Und die Geschichte ist irgendwie ein Selbstläufer geworden. Bis zum Jahr 2008 haben wir dann rund 1 Million Euro Einlagen gehabt und mit dieser Million haben wir unsere Firma ungebremst entwickeln können. Wir waren im Waldviertel damals 30 Leute, jetzt sind wir 150 Leute und das ist uns geglückt, weil wir vom Geld her keine Engpässe gehabt haben und es ist ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen den Geldgebern und uns gewachsen. Und im Jahr 2008 sind dann die Lehman Brothers in Konkurs gegangen. Und das war für uns insofern ein wichtiges Ereignis, als damals unser Geschäft sich sehr, sehr steil zu entwickeln angefangen hat. Und zwar habe ich das Gefühl, dieser Konkurs der Lehman Brothers hat das Vertrauen in diese globale Wirtschaft zutiefst erschüttert. Und wir sind als Fahnenträger einer regionaleren Wirtschaft verstärkt zu Sympathien gekommen. Und das hat sich so ausgewirkt, dass wir den Umsatz von 2008 bis heute verdreifachen haben können. Und gleich nach den Lehman Brothers ist bei uns im Ort die RG in Konkurs gegangen. Das war ursprünglich ein deutscher Konzern, Socken und Strümpfe. Also ein gelbes Anteil war im Logo. Und die haben in Schrems, im Waldviertel, in ihrer Blütezeit mit fast 1000 Mitarbeitern rund 150 Millionen Euro Umsatz gemacht. Und wie sie im 8. Jahr in Konkurs gegangen sind, waren es nur 200. Und in unmittelbarer Nähe ist eine Halle mit 4000 Quadratmeter frei geworden. Und dann habe ich in unser Kundenmagazin Brennstoff
eine kleine Notiz eingeschrieben, dass wir diesen GEA-Sparverein haben, wo Freunde und Kunden Geld einlegen, wir dafür 4% Zinsen zahlen und manche Leute glauben, nach dem Konkurs der Lehman Brothers, dass wir der sicherere Hafen für ihr Geld seien. Und wer sich an der Finanzierung dieser Halle beteiligen möchte, möge sich bitte melden. Wenn in 0,nix 500.000 Euro da, dann haben wir die Halle gekauft und dann hat es noch immer Interessenten gegeben, die da Geld einlegen wollten und ich habe zu einem zurückgeschrieben, danke für dein Interesse, aber leider brauchen wir dein Geld nicht. Hat er zurückgeschrieben, das hat die Bank noch nie zu ihm gesagt. Dann habe ich gesagt, bitte dürfen wir euch eine Adressen aufschreiben, wir werden euch informieren, wenn wir wieder Geld brauchen. Und im Sommer 2010 haben wir dann die Halle saniert und haben 150 Briefe verschickt, sind in der ersten Woche 500.000 Euro gekommen, in der zweiten Woche 300.000 und in der dritten haben wir zurückgeschrieben, bitte schickt uns kein Geld mehr, wir wissen nicht, wohin damit. Und jetzt haben wir einen Klick gehabt, dass wir mit diesem Modell 9 Jahre lang eine Ruhe gehabt haben und so ganz wichtige Entwicklungsschritte durchziehen haben können. Und im Jänner 2012 ist dann ein Brief von der FMA gekommen und in dem Brief ist drinnen gestanden, dass ich illegale Bankgeschäfte betreibe. Und das ist mit einer Strafe von bis zu 50.000 Euro zu ahnden. Und das ist mir ehrlich gesagt schon im Morgen gelegen. Und dann haben wir dort eine Verhandlung gehabt. Und bei dieser Verhandlung war die Behörde wahnsinnig unfreundlich. Und haben gesagt, so eine Verhandlungsstand, geben Sie Antwort auf die Fragen, die wir gestellt haben. Ich wollte doch nur fragen, darüber dürfen wir keine Auskunft erteilen. Und in diesem Tonfall ist das gegangen. Und dann habe ich dieses Erlebnis weitererzählt und habe gemerkt, dass ich mit ganz großem Rückhalt rechnen darf. Und ein halbes Jahr später war die zweite Einvernahme bei der FMA. Wir sind zu siebt dahergekommen und im Foyer haben uns das schon abgefangen und haben gesagt, es dürfen nur drei eine. Und in der Einladung ist geschworen gestanden, dass ich so einen juristischen Vertrauten mitnehmen darf. In Wirklichkeit haben sie gemeint, einen Anwalt. Und ich habe gesagt, ich denke nicht daran, dass ich einen Anwalt 300-400 Euro die Stunde zahle und unsere Schuster arbeiten für 10 Euro die Stunde und dass ich mich da rechtfertigen soll, mir fehlt jedes Unrechtsbewusstsein, ich bin kein Betrüger, ich bin kein Verbrecher, ich brauche keinen Anwalt, ich kann selber zu dem stehen, was ich da habe. Und dann habe ich gesagt, und das ist mein juristischer Vertreter, und das war der Florian Klenk, und der ist Chefredakteur vom Falter, Wiener Stadtzeitung. Und dann wollten sie den nicht einlassen, aber der Florian ist wirklich Jurist. Und weil die das so geschwollen formuliert gehabt haben, hat natürlich der Florian Platz gehabt und der Florian ist mitgegangen zur Verhandlung. Und dann ist noch mitgegangen die Silvi, wichtige Mitarbeiterin in der Firma. Und mit der Silvi habe ich mir Codewörter ausgemacht, die sie sagen muss, wenn ich recht zornig werde, dass sie mich wieder runterholt. Und dann habe ich dort gesagt, ich denke nicht im Traum daran, dass ich mir das Modell zerschlagen lasse. Wir haben mit diesem Modell
genau das gemacht, was in der Zeitung dauernd steht, dass man machen soll, nämlich Arbeitsplätze in der Krisenregion Waldviertel geschaffen. Ich bin meinen Mitarbeitern verantwortlich, auch der Region. Und ich rede nicht nur im Namen von Heini Staudinger, sondern ich rede im Namen von Zehntausenden Klein- und Mittelbetrieben in Österreich. In Germany ist um nichts besser, denn ans gleich geht wie mir, dass wir von der Bank kaum das notwendige Geld kriegen, das wir zur Entwicklung unserer Firma brauchen. Und dann haben die gespürt, dass sie sich an mir die Zähne ausbeißen und haben dann probiert, über viel Prominenz Einfluss auf mich zu nehmen. Der Chef der österreichischen Börse hat angerufen, dann Ex-Justizminister hat angerufen, X-Nationalratsabgeordnete haben angerufen und ich habe gesagt, was wollt ihr? Und dann haben die gesagt, ja, wenn du wenigstens um eine Fristverlängerung aussuchst, sage ich, ja, wenn ich Unrechtsbewusstsein hätte, dann konnte ich um eine Fristverlängerung aussuchen, wenn ich ein Fenster eingeschlagen habe und der sagt, ich muss nicht bis Ende Oktober herrichten, sondern bis Ende November, dann kenne ich mich aus, aber ich habe kein Unrechtsbewusstsein, wo soll ich um eine Fristverlängerung aussuchen? Und dann hat der Florian Klenk die Seiten im Falter geschrieben und etliche Wochen später hat ein Journalist, der hat geheißen Peter Unger, einen 2,5-Minuten-Beitrag fürs Fernsehen gemacht. Und da hat er wirklich sympathisch gezeigt, wie wir fleißig Schuhe machen, wie die Schuhe eine gute Qualität haben, wie es in der Krisenregion Waldviertel für Arbeitslose gibt und die Landschaft schön ist. Und ich hab gesagt, wenn alle Systeme wanken, das Finanzsystem, das Pensionssystem, das Gesundheitswesen, dann sind wir doch darauf angewiesen, dass Leute experimentieren und selber was ausprobieren. Und aus dieser Laborsituation könnten wir ja lernen. Und ich bin nicht bereit, nachzugeben, und sollten Sie mich strafen, kommt nicht in Frage, ich zahle dafür keine Strafe. Und der Peter Unger hat diesen 2,5-Minuten-Beitrag gemacht und hat dann in seiner Stimme, die viel gelassener gelungen hat als meine. Ich probiere es nachts machen. Und eines ist klar. Strafe wird der Heini Staudinger ganz sicher keine zahlen. Und in diesem Signal der Aufsässigkeit, das so im harmlosen Ton daherkommen ist, ist dann dieser Medienhype entstanden. Und wir sind schlagartig berühmt gewesen. Ein grotesker Nebeneffekt. Die Finanzmarktaufsicht in Germany heißt sie BaFin. Ist gegründet worden, dass sie die Finanzmärkte kontrolliert und beaufsichtigt, dass dort nichts Blöds passiert. In Österreich haben die Banken, ich glaube, ziemlich genau proportional gleich viel verloren wie in Germany. Und die FMA hat nichts da. Im Gegenteil, wir haben nicht einmal gewusst, dass die FMA heißt und dass sie die Aufgabe hat. Die FMA ist erst berühmt worden durch meinen Fall. Und jetzt muss man sich vorstellen, bei mir geht es um 3 Millionen Einlagen. Kein Mensch hat einen Groschen verloren, alle sind zufrieden. Während parallel dazu die Banken Milliarden und Abermilliarden verloren haben und die FMA hat offenbar zugeschaut. Bei euch übrigens nicht besser ausgegangen. Und jetzt sagen sie lapidar, die Banken haben Milliarden verloren.
Und da braucht man Rettungsschirme und weiß Gott was. Und jetzt sage ich, wenn ich meine Uhr im Wald verliere, dann gehe ich nur mehr in den Wald und schaue, ob ich es nicht finde. Und vielleicht sage ich zu dir, bitte komm mit, 4 Augen sehen mehr, gehen wir meine Uhr suchen. Und die verlieren Milliarden und niemand geht die Milliarden suchen. Jetzt schlummert meine Geschichte gerade beim Verwaltungsgerichtshof. Und ich sage es bei jeder Gelegenheit, drum auch jetzt. Mir ist es wurscht, wie die entscheiden. Ich werde die Strafe nicht zahlen. Und der Magister Ettel, Chef der FMA, muss ich eine kurze Vorgeschichte erzählen. Ich habe unser Finanzierungsmodell spitznamenmäßig immer Sparverein genannt. Und im Jänner des heurigen Jahres hat der Magister Ettel im Mittagsjournal in Ö1 gesagt, der Staudinger hat eine ganz besonders perfide Methode, wie er sein Geld einsammelt. Alle Österreicherinnen wissen, dass es auf Spareinlagen eine Einlagensicherung bis 100.000 Euro gibt. Und diese Sicherheit der Österreicherinnen will er missbrauchen, indem er sein System Sparverein nennt. Und dann habe ich im Magister Ettel einen Brief geschrieben und habe geschrieben, tut mir leid, ich wollte Sie nicht ärgern. Und ich habe auch alle 200 Geldgeberinnen einen Brief unterschreiben lassen, wo drinnen steht, dass sie wissen, dass sie kein Anrecht auf staatliche Einlagensicherung haben, dass sie die Bevormundung durch Staat und FMA nicht dulden und dass sie auf den Schutz durch die FMA verzichten. Und dann habe ich geschrieben, und Herr Magister Ettel, unser System muss ja gar nicht Sparverein heißen. Wir nennen es ab sofort Apfelbäumchen. Und zwar hergeleitet von dem Satz von Martin Luther, der gesagt hat, wenn ich wisse, dass morgen die Welt untergang, wird die heute nur ein Apfelbäumchen setzen. Ich habe mir 3 Möglichkeiten für den Abschied vorgenommen. Das eine ist, vielleicht darf ich es nochmal wiederholen, weil ich es so berührend finde. Zufälle sind die Menschen, Stimmen, Stücke, Alltage, Ängste, viele kleine Glücke verkleidet. Schon als Kinder eingemummt, als Masken mündig, als Gesicht verstummt. Und dann? Und wenn ich abends immer weiterginge in meinem Garten, drin ich müde bin, ich weiß, dann führen alle Wege hin zum Arsenal der ungelebten Dinge. Und ich habe am Anfang gesagt, je größer die Portionen des Ungelebten werden, umso mehr fühlt sich diese Waffenkammer, umso mehr
ist die Aggression gegen Natur, Mitmensch und gegen das eigene Leben. Und jetzt möchte ich es umdrehen. Und wenn ich abends immer weiterginge in meinem Garten drin, ich müde bin, da klopft das Leben an. Da gibt es noch die Erinnerung an die verschüttete Sehnsucht. Und wenn wir diesen Ruf horchen, zuhören und probieren, ein bisschen was von dieser Sehnsucht zu realisieren, dann wird dieses Arsenal nicht so prallvoll. Und unsere Kooperationsfähigkeit mit Natur und den Mitmenschen wächst. Zweite Schlussgeschichte. Der Mahatma Gandhi hat sein Leben lang mit Ernährung experimentiert. Und eines Tages ist eine Mutter mit ihrem Sohn zum Gandhi gekommen und hat gesagt: Gandhi, bitte sag jetzt du meinem Buben, er soll aufhören mit Zucker essen. Daraufhin ist der Gandhi irgendwie ausgewichen, hat herumgeredet und hat nach einer gewissen Zeit gesagt, bitte kommt sie in 2 Wochen wieder. 2 Wochen später ist die Mutter wieder mit ihrem Buben gekommen und hat gesagt, Gandhi, sag ihm jetzt endlich, er soll aufhören mit Zucker essen. Sagt der Gandhi zum Buben, hör auf mit Zucker essen. Jetzt ist die Mutter ungehalten worden und hat gesagt, das hättest du ihm aber vor 2 Wochen auch schon sagen können. Hat der Gandhi gesagt, nein, da habe ich selber nur Zucker gegessen. Und jetzt letztes. Ich bin vor 10 Jahren mit einem Freund in Nordspanien den Jakobsweg gegangen. Und er hat seinen psychisch kranken Buben mitgehabt, der hat unter Psychosen gelitten. Und im Großen und Ganzen war dieses Gehen eine wunderbare Therapie für alle drei. Und der Stefan ist uns einmal davon gerannt und dann haben wir wieder gefunden und dann sind wir wieder weitergegangen und so weiter. Und ich habe damals einen Text von Buddha auswendig gelernt, den ich mir seit damals in der Woche mindestens 2-mal, aber manchmal auch 7-mal in Stille vorsage. Als mir nun bei diesen ernsten, eifrigen und heißen Mühen eine Erwägung des Entsagens aufstieg, sagte ich, aufgestiegen ist mir da eine Erwägung des Entsagens. Ich finde das Wort Entsagen nicht besonders glücklich, aber im Grunde genommen meint einfach Konsumverzicht. Vielleicht dort und da eine Konsumverweigerung. Und er sagt, als mir nun bei diesen ernsten, eifrigen und heißen Mühen eine Erwägung des Entsagens aufstieg, sagte ich mir, aufgestiegen ist mir da eine Erwägung des Entsagens. Und sie führt wahrlich nicht zu eigener Beschränkung, führt zu keines Beschränkung, fördert die Weisheit, bringt keine Verstörung mit sich, führt zur Wahnerlöschung. Ob ich sie nun des Nachts erwäge und überlege, ich kann in ihr nichts Schreckliches finden. Und jetzt spüren wir ein bisschen, wenn wir dieser Konsumsucht nicht Einhalt gebieten, sind wir die Sklaven und der Konsum der Diktator.
Und wir haben ein Möbel entwickelt. Und das Möbel nennen wir Gast auf Erden. Wir machen Schuhe und Möbel. Geher. Und übrigens, die Werbeheftel liegen draußen. Bitte, ich möchte jetzt, nein, ist schon heraus. Bitte, da draußen liegen die Werbeheftel und da ist Brennstoff für Herz und Seele drin. Also wir haben ein Möbel entwickelt, das Möbel heißt Gast auf Erden und das ist ein einfaches Holzgestell, wo man alles laden, die Schachteln vom Supermarkt holen kann, wo Obst und Gemüse drinnen ist. Obst und Gemüse wird immer mehr kreuz und quer durch die Welt transportiert, mit dem Effekt, dass die Schachteln immer besser werden. Jetzt haben wir also nur das Holzgestell und sagen, die Laden holst du dort gratis. Und wie wir das Möbel vorgestellt haben, habe ich in unser Heftel reingeschrieben, ich habe einen Freund, der verkauft Küchen in der Preislage von 50.000 bis 100.000 Euro. Ich habe mir diese Küchen angeschaut. Jedes Detail ist durchdacht. Jede Lade schließt mit einem sanften Pfft. Alles glänzt oder glänzt nicht, je nach Kundenwunsch. Und nun, Freundin, frage ich dich, wofür? Trotz dieser wunderbaren Pfft-Laden ist die Scheidungsrate nicht gesunken. Wenige Tage, nachdem wir das Heftel verschickt haben, habe ich einen Brief von einem Rechtsanwalt gekriegt. Da hat er mir geschrieben, dass er knapp, bevor er das gelesen hat, für seine Tochter beim Tischler eine Küche bestellt hat. Und wie er das gelesen hat, hat er sich gedacht, um Gottes Willen, wir haben so viel Zeug bestellt, das braucht kein Mensch. Und er ist zu seiner Tochter gegangen und hat gesagt, bitte lass uns den Auftrag noch einmal durchgehen und bedenken. Und sie sind auf ein Ersparnis von 8.000 Euro gekommen. Und diese 8.000 Euro haben sie dann auf unser Afrika-Konto überwiesen, weil wir in Afrika Projekte unterstützen. Und so haben sie diese unsinnigen 8.000 Euro eingespart und haben auf der anderen Seite mit diesen 8.000 Euro viel Gutes in Gang gebracht. Und jetzt sagt also der Buddha im ersten Absatz, entsaget, halte zurück im Konsum, du kriegst mehr Freiheit, die Weisheit wächst. Und nachher sagt er, aber gebe ich mich dem Erwägen und Überlegen zu lange hin, so würde mein Körper ermüden. Bei müden Körper mein Herz matt werden und das matte Herz ist fern der Selbstvertiefung. Da fasste ich denn, ihr Mönche, mein Herz innig zusammen, beruhigte es, einigte es, festigte es. Und warum das? Damit mein Herz nicht matt werde. Dankeschön.